Something is coming to you. Ja, im letzten Part haben wir erfahren, dass irgendwas coming wird und wir haben keine Ahnung, was coming wird und deswegen sind wir panisch im Kreis gerannt. Nein. Wir wollten schauen, was wir mit unserem Steinchen hier machen können, was wir gefunden haben. Das gab's hier nämlich doch auch, genau. Nightlight. Light a night with your dreams. Dafür brauche ich aber dieses Traumzeug. Und das habe ich nicht. Kann ich auch irgendwas machen ohne das Traumzeug? Something is coming. Life-giving Amulet. Protects you from death. Ich glaube, das belebt uns einmal wieder, aber dafür bräuchten wir halt dieses Nightmare Fuel. Und das bekommen wir, wenn wir uns wiederbeleben. Wir könnten eigentlich auf Erkundungstour dann gehen, in der Hoffnung, so einen Wiederbelebungsstein zu finden. Wäre eigentlich eine Idee. Ach, die Hunde mal wieder. Okay. Ich höre die schon. Der wird uns mithelfen. Ich sagte, du hilfst mir mit. Wann kommen die Hunde? Full Reserves low. Ich weiß. So. Jetzt kommen die. Die sind leise geworden. Sobald die Geräusche aufhören, kommen die dann. Equip. Attack. Attack. So. War's das? Das war's. Wow. Wow. Wir bräuchten bessere Essensvorräte. Wäre auch eine Idee. Basic Farm. Dafür brauchten wir 4 Kaki. Ich hab 5. Improved Farm brauchen wir 6. Okay, wir könnten eigentlich einem der Schweine Blumen verfüttern. Ah, it's just as evil as I am. Keine Ahnung. Was bringt's mir? Kann ich da irgendwas mitmachen? Nö. Ich glaube, das kann man verfüttern. Damit man also an diesen Schweinegott verfüttern, dem wir glaube ich noch nicht begegnet sind. Und dann bekommt man daraus irgendwie Gold oder so. War das nicht sonderlich viel interessantes Zeug. Während es Nacht wird, kann ich ja das hier ausbuddeln. Ich kann ja dann am nächsten Morgen schauen, ob hier die Bären nachgewachsen sind, ein paar Bären pflücken, um mir ganz viel von diesen Fleischballs zu machen. Und dann gehen wir auf Erkundungstour. Dann bewegen wir uns hier mal weg und erkunden die Welt, um so einen Wiederbelebungsstein zu finden. Dann sind wir ein bisschen sicherer, was generell das alles hier angeht. Mein kleines Feuer und ich. Kann ich das irgendwie verbrennen? Nö. Das könnte ich eigentlich auch hier irgendwo reinpacken. Genau. Hast du noch Essen? Ich will alles in der Essenskiste sammeln. Nö, aber du hast dieses Spider gelernt. Ich behalte es mir mal im Chester, damit ich das notfalls essen kann, um mich zu heilen. So. Ich bräuchte diese Gears, um mir halt einen Kühlschrank zu machen, aber bis ich die habe. Ich weiß ja nicht mal genau, woher ich die bekomme. Das mit dem Grab war nur eine Idee. Ich könnte mir eigentlich jetzt ein Basic Farm machen, aber bis da was wächst und alles, es dauert so lange, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich echt nicht. Und ich habe auch nur 2 von den Pilzen. Und Monster Lasagne will ich mir nicht machen. Mein Monster Lasagne ist doof. Was wählt mir hier für einen Stock? Stock, Stock. Chester, komm mal her. Ich brauche einen Stock. Chester. Oh, Chester hat auch keinen Stock. Ah, ich brauche das vorher nicht erweitern. Okay. Also, was wollte ich machen? Genau, Bären suchen. Stöcke auch.
damit ich mir dann Holz zusammensammeln kann. Und dann gehen wir auf Erkundungstour. Ah, okay. Jetzt Bären. Ey, ich habe 65. Warum wird mir jetzt schon angezeigt, dass ich irgendwie verwirrt sei? Aber super, wir haben hier wieder Bären. Das heißt, wir können das alles ganz gemütlich sammeln. Und dann ganz, ganz, ganz viel Monster Meat rausmachen. Monster Meat sage ich schon, Meatballs. Too close. Ja, schön, dass ich dir too close bin. Du bist mir auch too close. Und, beschwere ich mich? Nö. Kann ich dir auch das geben? Damit du kackst? Nö. Aber du isst es. Wenigstens das. Ich bräuchte halt Blumen auch, um meine Sanity zu steigern. Mir wieder eine Girlande zu machen. Und ja. Obwohl ich auch darauf spielen könnte, die Sanity ganz runter zu kriegen. Und dadurch halt an dieses Albtraumzeug komme. Aber das wäre wirklich sehr riskant. Dann bräuchte ich halt eine Girlande zur Verfügung. Vor allem, weil diese Albtraummonster, so viel ich weiß, sehr stark sind. Weil ich hatte bis jetzt nur einmal mit denen Kontakt. Ja, okay. Ich war da auch zu der Zeit nicht sonderlich stark, als ich mit denen Kontakt hatte. Aber ich glaube, das war auch im Let's Play, wo ich zum ersten Mal gegen diese Albtraumviecher gekämpft habe und wo ich total verwirrt war, hä, was passiert hier, was soll ich tun? Weil als ich halt mit dem Let's Play angefangen habe, war das, glaube ich, als die Sanity eingeführt wurde, da kannte ich die noch gar nicht. Früher gab es nur Hunger und Leben. Fand ich so besser, aber es war halt leichter. Das muss man ehrlich zugeben, es war viel, viel leichter. Ups, Chester. So. Fu. Guck. Ich glaube, man muss die kochen, um Monster Meat zu bekommen, oder? Ich weiß es gar nicht. Bin mir unsicher. Open Chest. Guck. Store. Das kann ich auch kochen. Oder auch nicht. Ich verbrenne mal einen Lock. Ich kann mir insgesamt dreimal Monster Meat noch machen. Also das wären insgesamt 4. Das heißt... So. Ich koche mir genau 9 Bären. Und das reicht dann... ich sag immer Monster Meat. Ist mir auch gerade wieder eingefallen. Ich meine Meatballs. Ich finde es gut, dass sich das Essen da drin behält. Dann hat man weniger Probleme mit den Kisten und sowas. Das alles zu kochen. So. Das kann ich hier eigentlich ablegen. Auch wenn es kein Essen ist. Obwohl, ich habe hier noch Platz. So. Meatballs. Guck. Guck, guck. Das ist ja egal, in welcher Reihenfolge das ist, oder? Ich hoffe schon. Wäre so ziemlich scheiße. Wenn man sich genau die Reihenfolge mal behalten müsste, stellt euch das mal vor. Ich müsste mir auch mal wirklich die Rezepte anschauen und sowas, weil zum Rumprobieren hat man halt im Spiel eigentlich selten Zeit. Vielleicht gibt es da so coole Rezepte. Aber bezweifle ich, allzu kompliziert werden die es wohl nicht machen. Ich habe halt von alleine gecheckt gehabt, dass 3 Sachen und ein war etwas anderes, also 3 vom selben und noch eine andere Sache ergibt was Gutes. Und Pilze werden halt zusammengefasst. So viel weiß ich. So. Gibt es hier eigentlich so eine Art Sättigungsgrad? Ich hoffe nicht. Das war mein ganzes Monster Meat. Ich könnte auch mal versuchen, hiermit was zu machen. Stimmt. Add Fuel. Guck. Das war jetzt ein bisschen risky, das zu verwenden, aber... Oh. Oder so. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's, ab geht's. Zu unseren neuen Abenteuern. Wo wollen wir hin? Ich schätze mal da unten hin. Ja, da. Ich gehe den Weg entlang und dann
Warning, Night approaching. Vielleicht finde ich auf dem Weg hier auch meine Fackel wieder, dann könnten wir mit der Fackel eine Zeit lang laufen. Stöcke bräuchte ich auch. Eigentlich alles halbwegs Wichtige dabei. Ich laufe einfach den Weg entlang. Sollten dann sehr schnell unterwegs sein. Nicht, dass wir dann wiederkommen und wieder irgend so eine seltsame Pflanze sich über unser Lager verteilt hat. Das war auch irgendwie so strange. Da geht man mal kurz irgendwo hinweg und plötzlich ist da so eine Pflanze über dein Heim. Hm. Hier ist ein Grab. Noch so ein Stein. Okay. Aber ich sollte nicht mehr zu viel rausbuddeln. Sonst habe ich später starke Probleme. Ja, meine Fackel war irgendwo hier oben, aber ich habe da jetzt keinen Bock hochzulaufen. Ich kann die ja auch im Notfall so selbst machen. Ich sollte aber vielleicht die Bären mitnehmen. Die könnten mir nämlich noch praktisch werden. So, einfach den Weg entlang. Wenn ich diesen Wiederbelebungsstein gefunden habe, dann gehe ich auch wieder zurück. Außer da gibt es irgendwas Interessantes. Wollte ich nicht eigentlich da links entlang? Ach, ich gehe jetzt einfach unten entlang. Der Weg ist steiniger, also der sieht fester aus. Dem vertraue ich mehr. Wahrscheinlich total viel Entscheidung. Wahrscheinlich führt mich der andere Weg so zum Sieg vom Spiel. Gibt es hier in dem Spiel eigentlich so eine Art Endboss? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht unendlich. Wäre auch irgendwie schade. Oh, Schweinedorf, schön. Blumen. Blumen sind schön. Blumen sind echt schön. Vor allem, weil die meine Sanity ein bisschen höher steigern lassen. Wild Campfire. Und ich sollte mir auch Holz. Ich hoffe einfach mal, dass hier kein Baumriese aufsteht gleich. Ja, die kämpft schön mit seinen Kumpanen da. Also besser gesagt mal den Spinnen. Ich glaube, er stirbt. Ja, so eine leichte Vermutung. Ach ja, das Spiel ist so schön kinderfreundlich. Einfach mal so ein kleines süßes Schweinchen gewaltsam von Spinnen töten lassen. Ach, das ist Chester. Hab mich schon gefragt, was dahinter liegt. Baumriese. Hallo Baumriese. Au. Danke Baumriese. Band. Der ist durchs Feuer gegangen, oder? Baumriese, du bist geistig behindert. Du bist echt geistig behindert. Der läuft einfach mal durchs Feuer und zündet hier seine gesamte Gegend an. Warum auch nicht? Naja, viel Spaß dann beim Brennen. Ich lasse den in Ruhe seine Arbeit verrichten und alles anzünden. Der müsste eigentlich dauerhaft Schaden nehmen, oder nicht? Also sollte der auch sterben. Und die legen sich erstmal schlafen. Warum auch nicht? Ist ja mollig warm neben dem Feuer. Da kann man sich ja auch mal schlafen legen. Oh, Wormhole. Jump in Wormhole. Mal schauen, wohin führst du mich, du Wurmloch? Wow. Das ist schon... Okay. Warum auch nicht? Okay, das war jetzt... Die Fan... Make Torch... Right. Okay, getötet. It gives him purpose. wir haben einfach mal so einen Schweinejünger getötet, der hier die ganze Zeit eine Fackel anzündet. Wer hat sich dieses Spiel eigentlich ausgedacht? Wie viel muss der Kerl gesoffen haben? Also ich weiß, dass die Entwickler Clay Entertainment sind, glaube ich.
Die sind generell sehr humorvoll drauf. Merkt man auch, wenn man denen auf Twitter folgt. Aber sowas habe ich jetzt nicht erwartet. Einfach mal ein Schweinejünger, der Bären beschützt und eine Fackel anzündet. Okay. Wir könnten aber jetzt hier wieder nach oben aufschließen. Also so gesehen wieder zurücklaufen, in der Hoffnung, dass wir dann auf dem Weg diesen Wiederbelebungsstein da finden. Normalerweise finde ich die doch sau schnell immer, manchmal sogar zwei Stück. Und jetzt nirgendwo. Bienen könnte ich eigentlich auch töten. Oh shit. So viel dazu. Ich benutze einen Regenschirm, um mich schön zu schützen. Zieht es eigentlich dann auch Stromschläge eher an? Ich glaube nicht, oder? Wäre ein bisschen doof. Nur so ganz bisschen. Na, obwohl, beim Roboter sind Stromschläge ja gut. Aber halt für andere. Ha, died classic human mistake. Ach, ich liebe diese Sprüche vom Roboter. Das ist jetzt eigentlich meine längste Session, die ich überlebt habe in meinem Let's Play. Ich glaube ja, oder? 16 Tage? Ich glaube, länger habe ich bis jetzt mit keinem Charakter überlebt. Okay, ist wieder auf 100. Die Gegend sollte ich mir merken, die ist gut. Das ist voll viel gutes Zeug. Naja. Dann würde ich sagen, beenden wir vorerst den Part. Wir haben leider keinen Wiederbelebungsstein gefunden, aber dafür einen sehr guten Ort mit sehr guten Sachen. Also hier sind extrem viele Blumen, hier sind Bären. Lässt sich gemütlich leben. Wenn man in der Welt von Don't Starve überhaupt gemütlich leben kann. Tja Leute, das war's vorerst. Auf Wiedersehen. Euer kleiner Roboter.